Egal. Ach du Scheiße. Weißt du, was mir gerade auffällt? Was denn? Was denn? Siehst du auf meinem T-Shirt? Ja, sehe ich. Weißt du, was wir... Was machen wir denn jetzt? Ich habe keine Jacke. Harald-Weste. Ja. So, Jacke hast du an? Ja. Sehr gut. So, und euch, liebe Freunde, heißt mir herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Game News. Und heute haben wir ein wahnsinniges Thema für euch, denn es ist... Gamescom-Zeit! Nächste Woche startet die schönste Zeit im Jahr, die größte Spielemesse in Deutschland. Geil, und wir sind natürlich auch dabei. Was es alles zu erleben gibt und was vorgestellt wird, das zeigen wir euch heute in den Game News. Am 5. August startet die Gamescom mit dem Pressetag und ab Donnerstag ist sie dann für alle Besucher frei zugänglich. 5 Tage in dieser Woche sind mittlerweile komplett ausverkauft. Und der Zulauf ist nicht ohne Grund, denn wir dürfen wieder jede Menge Spiele, Neuerscheinungen und Innovationen in der Gaming-Branche bewundern. Zig Entwickler werden wieder vor Ort sein, wie zum Beispiel Nintendo, Bethesda, Deep Silver und ach, schlag mich tot. Aber dieses Jahr werden mehr die Virtual Reality Brillen im Vordergrund stehen. Denn Projekt Morpheus von Sony wird mitunter neu vorgestellt und das soll die Virtual Reality auch in die Wohnzimmer aller normalen Gaming-Leute tragen. Ja, Makatze, da würden wir uns auf jeden Fall oder werden wir uns auf jeden Fall anstellen und... Sagt uns mal, wofür ihr euch endlos lange anstellen wollt und was ihr sehen wollt oder testen wollt auf der Gamescom. Wir sind am Mittwoch, dem Pressetag, da, dann Samstag auf der Aftershow-Party, selbstverständlich auch Sonntag dabei, denn das Ganze wird im Rahmen von total vielen Gamescom-Events steigen, mitunter auch die ESL-Meisterschaft am Sonntag in League of Legends. Und wenn ihr Lust habt, am Sonntag mit uns ein bisschen Schabernack auf der Gamescom zu machen, haltet einfach nach diesen beiden Mützen hier, nach diesen beiden Mützen Ausschau. Und wenn ihr uns findet, dann machen wir mal ein bisschen Chaos auf der Gamescom. Mischen wir mal die Runde auf, wa? Ich glaube, da muss ich mal einen Beutel Polenböller mitbringen, wa? Ja. So, und das war's auch wieder von dieser kurzen, informativen Folge Game News. Ich hoffe, wir sehen euch selbstverständlich auf der Gamescom. Was kann man machen, wenn einem das Video hier gefallen hat? Gar nichts. Tschüss. Liken, abonnieren, danke. Tschüss, wir sehen uns, wir sind schon mal los. Ciao!